Leute, heute mit einem bisschen ernsterem Video. Heute geht es darum, dass der Pharmakonzern Bayer eine geheime Kooperation mit VW hat. Es geht darum, dass VW angefangen hat, in ihren Passats geheime Systeme einzubauen, die die Luft im Auto verschmutzen und zu Schwellungen und Rötungen auf dem Körper führen. Diese müssen im Krankenhaus behandelt werden, wo witzigerweise nur ein Medikament vorgeschlagen wird. Das von Bayer. Wir werden heute im Verlauf des Videos darüber reden, wieso eine Kooperation möglich wäre und ob eine da ist. Dies werden wir herausfinden mit Zeugen und Indizien. Viel Spaß bei dem Video. Hallo liebe Fans des QDH-Magazins. Wir sind gerade an einem Ort, wo ein Fan sich bereit erklärt hat, mit uns darüber zu reden, dass sein Passat auch infiziert wurde. Wir gehen jetzt zu ihm gleich ins Auto rein und fragen ihn, wie er dazu steht. Der junge Kerl heißt Dieter und ist ein sehr netter Kerl. Danke nochmal, dass er bereit ist, mit uns zu reden. Und ja, wir werden jetzt einfach in sein Auto gehen. So, jetzt haben wir ja mal ein bisschen ruhigere Atmosphäre. Können Sie uns vielleicht mal erzählen, Herr Grabowski? Wie denn Sie darauf gekommen sind, dass in Ihrem Auto sich was verstecken konnte? Also, das war jedes Mal, wenn ich im Winter unterwegs war, habe ich hier die Lüftung angemacht und dann kam das so raus. Und immer wenn ich fertig war mit dem Autofahren, hatte ich so komische Pusteln an die Hände und überall. Und dann hat die gebrannt und dann bin ich ins Krankenhaus eingeliefert worden, weil nicht aufgehört hat zu brennen. Ja. Und dann musste ich das Ganze behandeln lassen und das war so ein Medikament von Bayer. Das ist jedes Mal passiert, wenn ich mit dem Auto gefahren bin und die Lüftung an war. Und ich habe mich irgendwann gewundert, wieso kriege ich das denn hin, dass das so brennt an den Händen. Aber das war ja ganz komisch und dann habe ich irgendwann mal gedacht, jetzt guckst du mal nach, ob da nicht irgendwas ist im Auto. Habe ich geguckt und irgendwann habe ich das hier gefunden. Das ist so eine Mischung. Und das Mischung, das sorgt dafür, dass deine Hände rot werden. Wenn du das hier auf die Hände spritzt, wird das Ganze richtig rot und das brennt. Und ich mir ist dann irgendwann aufgefallen, immer wenn ich dann in der Krankenhaus war, habe ich gekriegt ein Medikament von Bayer. Und Bayer ist ein großer Konzern, die machen richtig viel Umsatz und haben das halt bekommen. Habe ich irgendwann geschlussfolgert, dass das Ganze so sein muss, weil anders geht das ja nicht, ne? So. Also, wir waren gerade bei Herrn Grabowski und er hat uns neue Informationen geliefert, die uns auf jeden Fall sehr weiterhelfen werden. Jetzt werden wir wieder zurück in die Zentrale gehen und uns auf die nächsten Indizien aufmachen. Wir haben jetzt nämlich gerade einen Aufruf gestartet, wer uns noch Informationen zu dem Fall bringen kann und wurden kurzerhand beliefert. Wir haben hier einen Chat zugeschickt gekriegt von einem IT-Mitarbeiter von Bayer, der aber anonym bleiben möchte. Und zwar ist dieser Chat zwischen einer anonymen Nummer und Oliver Blume. Es fängt damit an, dass die anonyme Nummer schreibt, wie läuft jetzt eigentlich die Sache mit Bayer ab? Darauf antwortet Oliver Blume, die Autos wurden in den 80ern mit dem Reizgas ausgerüstet. Sie sind seitdem im Einsatz und Bayer hat das einzige Medikament zur Heilung. Für jede verkaufte Pille erhält der VAG-Konzern 50% des Gewinns. Dann schreibt die anonyme Nummer, wow, wie viel Gewinn wurde bisher so gemacht? Oliver Blume antwortet kurzerhand, etwas über 50 Millionen. Wir sehen, das sind sehr hohe Beträge, mit denen wir hier arbeiten und das ist auf jeden Fall kein Spaß mehr und dass da auf jeden Fall was dran ist. Bis zum nächsten Mal. Hi Leute, ihr seht, die Lage spitzt sich immer mehr zu und die beiden Konzerne werden immer nervöser. Hier haben wir einen Tweet von Oliver Ingo Blume himself. Er schreibt, in der letzten Zeit kursieren viele Gerüchte, dass wir anscheinend eine geheime Partnerschaft mit dem Unternehmen Bayer haben. Dazu kann ich nur eins sagen, das ist eine Lüge mit 3 Ausrufezeichen. Ich weiß ja nicht, liebe Zuschauer, was Sie darunter verstehen. Ich verstehe aber nur darunter, dass unsere Anschuldigungen lange keine Anschuldigungen mehr sein werden. Jetzt kommen wir zum letzten Teil des Videos. Hier geht es nämlich darum, euch aufzuklären. Wir haben nämlich das ganze Video nur gemacht, um euch zu zeigen, wie Fake News einen beeinflussen können und wie leicht man daran glaubt. Das Ganze wollten wir eigentlich nur machen,
um euch mal zu zeigen, wie gefährlich diese Fake News sind. Und das Fazit der ganzen Sache ist, glaubt nicht alles, was ihr seht und habt einen schönen Tag. Warum tust du mir das an? So krank. Zusammen. Und ich sage ja. Was du? Hi Leute, heute ein bisschen ernsteres Video. Yo, hallo Leute, hier ist William. Okay, kommen Sie mit. Bitte nicht filmen. Oh, oh yeah! Schuhe von Moncler, 1000 Euro. Hose von Gucci, auch so 100 Euro. Pulli von Nike, 10.000. Brille. Brille unbezahlbar von Michael Jackson. So? Ich hatte diese So, wir waren gerade.